Jetzt wird die Endgerade erreicht. Und da sieht man weiterhin den von Startweg führenden Golden Avenue an der Spitze. Golden Avenue vorne, Gideon of Egypt. Golden Avenue, der kann hier offenbar nochmal wegziehen. Hat jetzt 3, 4, 5 Längen. Dahinter Kampf um die Plätze. Auf dem zweiten Platz jetzt die Nummer 10. Das ist Valentine. Und dann wird es ganz eng zwischen der Nummer 8, Devil of Disguise, und Bruyère Lotois. Und da ist es schon. Das Rennen ist ab und an der Innenseite gleich mit der Nummer 1, Golden Avenue. Geht nach vorne. Dahinter außen Gideon of Egypt. In der vierten Position die Nummer 2, das ist Raoul. So ist die Spitzengruppe jetzt eingangs des ersten Bogens. Und vorne liegt Golden Avenue, der Favorit. Dahinter Sound. Und an der Außenseite die Nummer 4, Gideon of Egypt. Diese drei Pferde bilden die Spitze, haben hier schon einen gewissen Abstand von geschätzten 4, 5 Längen zum weiteren Feld. An der Spitze und verändert Golden Avenue mit seinem Besitzer Dennis Minema. Dahinter, ja, dicht auf, kann ihm fast hinten reinbeißen, das ist die Nummer 3, das ist Sound. Und dahinter dann die 4, Gideon of Egypt. Dann folgt Lewis Hamilton und die 2, El Raoul. Fällt immer noch relativ dicht geschlossen, vom ersten bis zum letzten Pferd vielleicht 20 Meter. Die Pferde verlassen jetzt den Bogen an der Lügenbrücke unter der deutlichen Führung hier von Golden Avenue. Der führt das Feld jetzt wieder in die sogenannte Zielgerade, aber es geht ja dann noch einmal rum. Golden Avenue liegt vorne, dahinter außen Gideon of Egypt mit Sound an der Innenkante. Ah, dann folgt außen die Nummer 7. Das ist Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. So geht es jetzt wieder auf den Stallbogen zu. Lewis Hamilton im Mittelfeld, haben wir schon gesagt. An der Spitze geht weiterhin Golden Avenue. Golden Avenue, dann Gideon of Egypt. Und an der Innenseite Donovan Nock. Donovan Nock mit André Bakker. Holländischer Spitzenfahrer. Jetzt wieder eingangs der letzten Gegenseite. Immer noch Golden Avenue. Golden Avenue, Gideon of Egypt. Dann sieht man an der Innenseite Donovan Nock. Außen dann Lewis Hamilton. Na, Lewis Hamilton, meine Damen und Herren. Der muss noch einiges drauf haben. Es geht jetzt durch den letzten Bogen mit Golden Avenue an der Spitze. Dann Gideon of Egypt. Lewis Hamilton dicht auf. Donovan Nock hat hier seine Position deutlich verloren, fällt jetzt entscheidend zurück. Jetzt wird die Endgerade erreicht. Und da sieht man weiterhin den von Startweg führenden Golden Avenue an der Spitze. Golden Avenue vorne, Gideon of Egypt. Golden Avenue, der kann hier offenbar nochmal wegziehen. Hat jetzt 3, 4, 5 Längen. Dahinter Kampf um die Plätze. Auf dem zweiten Platz jetzt die Nummer 10. Das ist Valentine. Und dann wird es ganz eng zwischen der Nummer 8, Devil of Disguise, und Bruyère Lotois. Unübersehbarer Sieger, aber offensichtlich die Nummer 1, Golden Avenue, der Favorit. Meine sehr verehrten Damen und Herren.